Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge La Dolce Vita. Heute kochen wir italienische Sommerpasta. Dazu brauchen wir Nudeln, Lauchzwiebeln, kleine Tomaten, Mozzarella, Knoblauch, Pinienkerne, frischen Basilikum, Olivenöl und Parmesan. Zunächst rösten wir die Pinienkerne in einer kleinen Pfanne an. In der Zwischenzeit halbieren wir die Tomaten, hacken den Knoblauch und schneiden die Lauchzwiebeln. Als erstes geben wir die Nudeln in kochendes Wasser und kochen sie, bis sie durch sind. In der Zwischenzeit geben wir die Tomaten, den Knoblauch und die Lauchzwiebeln in eine Pfanne mit Olivenöl und garen das Ganze ein wenig. Wenn die Nudeln jetzt fertig sind, geben wir sie direkt aus dem Topf in die Pfanne. Jetzt kommen noch die Pinienkerne, der Mozzarella und das Basilikum dazu und dann verrühren wir alles. Das Ganze ist jetzt fertig. Ihr könnt euch noch nach Belieben Parmesan oder so drauf machen. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.